Heute gucke ich mir wieder einen eurer Kanäle an. Und worauf ich besonders eingehen werde, ist, wie man es schaffen kann, von seiner Konkurrenz zu lernen, wie man den eigenen Kanal verbessert und wiederum mehr Aufrufe bekommt. Das heißt, falls dich dieses Thema interessiert, solltest du auf jeden Fall dranbleiben. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und heute in diesem Video werde ich mir wieder, wie jeden Mittwoch, einen dieser Kanäle angucken, die bei der Challenge mitgemacht haben. Falls du noch bei der Challenge mitmachen möchtest, ich glaube, das habe ich in den letzten Videos gar nicht so deutlich gesagt, kannst du das immer noch tun. Das heißt, das ist keine abgeschlossene Sache. Jederzeit kannst du mit der Challenge starten. Klick einfach mal hier oben drauf. In dieser 14-tägigen Challenge lernst du genau, was du machen musst, um deinen Kanal schneller zum Wachsen zu bekommen. Es ist die 100 Abonnenten in 14 Tagen Challenge und alle, die wirklich jeden Tag absolvieren, haben am Ende die Chance, dass ich mir hier ihren Kanal angucke. Und einer, der das geschafft hat, ist Obacht Mathe. Und diesen Kanal werde ich mir heute mal ansehen. So, jetzt sind wir hier auf dem Kanal von Obacht Mathe und wollen uns mal angucken, was funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Was natürlich sofort auffällt, ist das Banner. Und da hat er mir auch selber schon geschrieben, dass er weiß, dass das Banner nicht so ideal ist. Ja, ist es vermutlich wirklich nicht. Es ist natürlich sehr weiß und das ist was, was sich durchziehen wird durch fast alle Sachen, wenn wir uns jetzt hier mal den Kanal angucken, denn sehr viel ist sehr weiß und das gucken wir uns gleich mal an, warum das nicht so gut funktioniert potenziell. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr weißes Banner, bei dem viel Raum ist und hier in der Mitte sehr viel steht. Also ganz ehrlich, wenn ich das Banner angucke, würde ich ein bisschen auf die Bildchen gucken. Das würde ich mir nicht durchlesen, weil hier so viel steht, dass man das quasi sich nicht durchliest. Und das hier oben vielleicht. Das heißt, das hier ist noch relativ groß, das guckt man sich schon eher an. Bei dem Bildchen ist das sehr ähnlich. Wir haben eine Schrift und wir haben sehr viel Weiß. Das heißt, das Bild hier wird ja meistens nicht so groß angezeigt, sondern so groß wie in den Kommentaren. Und da ist es dann so klein, dass man quasi vor allem auf weißem Hintergrund, dass man da nur die ganz kleine Schrift so daneben sieht. Das ist häufig nicht so ideal. Hier würde man es wahrscheinlich noch ein bisschen sehen, weil es so dick ist. Die Augen würden auf jeden Fall, würde man nicht mehr sehen bei den kleinen Kommentaren anzeigen. Und darauf kommt es ja irgendwie an bei diesem Thumbnail, bei diesem Kanalbild, Vorzeigebild von dem Kanal. Das heißt, was ich auf jeden Fall mal versuchen würde, ist, denk dir doch mal eine Farbe aus für deinen Kanal. Welche Farbe hat dein Kanal? Ist der blau? Ist der grün? Ist der was auch immer, aber nicht weiß, denn weiß fällt überhaupt nicht auf, weil die ganze Seite von YouTube ist ja weiß. Und das wird noch viel schlimmer, wenn wir hier nämlich mal auf die Videos klicken und uns dann das angucken, wie die Videos aussehen. Super weiß. Alles ist weiß mit ein bisschen Text drauf. Und zwar mit sehr viel Text drauf. Wenn wir diese Videos jetzt also in der Suche finden würden, zum Beispiel oder rechts angezeigt würden, dann würde unser Auge gar nicht darauf fallen, weil da ist so viel Zeug drauf quasi, dass es nichts gibt, worauf man achtet und es ist so weiß, dass der Blickfang ist gar nicht da. Dieses How-to-Draw fällt manchmal ein bisschen auf bei denen, aber meistens achtet man gar nicht wirklich darauf oder ja, das Thumbnail fällt eben einfach gar nicht auf, weil es so weiß ist. Und das ist ja eine einfache Sache, die du einfach verbessern kannst, weil inhaltlich mögen die Videos teilweise sehr, sehr gut sein oder sind die meisten Videos sehr, sehr gut. Allerdings guckt sich die natürlich keiner an, wenn es nicht auffällt, wenn das Video erstmal nicht überzeugt. Das heißt, ich kenne jetzt natürlich nicht, weil ich in deinen Kanal nicht von hinten reingucken kann, die Klickraten von den Videos. Das ist ja was man sich jetzt im neuen Backend von YouTube angucken kann. Das habe ich hier in dem Video, was ich jetzt oben rechts verlinke, schon mal erklärt, wie das geht. Aber das würde ich mir an deiner Stelle mal angucken. Und gute Klickraten sind so bei mal mindestens 5%, besser sogar in Richtung 10% oder höher. Das heißt, wenn du da siehst, okay, es klicken nur sehr wenig Prozent der Leute, die mein Video angezeigt bekommen, auch tatsächlich auf mein Video, ist das eben ein gutes Zeichen, dass Titel oder Thumbnail nicht so dolle sind. Und bei dir sind die, glaube ich, einfach nicht auffällig. Das heißt, ich würde mir mal einfach eine Farbe ausdenken und dann machst du deine ganzen Sachen in dieser Farbe. Und die Videos können ja immer noch relativ weiß von dem Hintergrund sein, wie du es erklärst. Aber ich würde auf jeden Fall mal hingehen und die Thumbnails auffälliger machen, damit auch Leute auf diese Thumbnails draufklicken. Was super ist hier an dem Kanal, und das fällt auf jeden Fall sofort auf, ist die Regelmäßigkeit. Wir haben mindestens jede Woche ein Video, wenn nicht sogar zwei. Und das ist natürlich super, das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, mindestens ein Video die Woche hochzuladen. Vor allem, wenn man solche Tutorial-Videos zum Beispiel macht, wie die hier sind. Oder wenn man regelmäßigen Content auf YouTube macht, denn das hat ganz, ganz viele Vorteile. YouTube findet das gut, die Abonnenten finden es natürlich auch gut, wenn regelmäßig Videos kommen und man kann noch mehr Themen auch einfach abdecken, zu denen man Videos gemacht hat und über die man potenziell gefunden werden kann. Was auch sofort auffällt, ist, dass es dir wirklich am Herzen liegt,
quasi den Menschen das richtig beizubringen mit Mathe. Und du machst viele Themen, du machst sehr viele spezielle Themen auch und das ist super. Allerdings ist hier natürlich die Frage, welche Themen haben denn das Potenzial, dass man auch viel gefunden wird? Weil das würde ich mich natürlich immer mal fragen. Und ich habe in einem der letzten Videos schon mal erklärt, hier in der Serie, in der Challenge-Serie schon mal erklärt, wie man so ein bisschen SEO-Analyse macht. Hier würde ich jetzt mal auf einen anderen Punkt hingehen, wie man auch Themen finden kann, nämlich eine Konkurrenzanalyse. Ich habe mir mal ein paar YouTube-Kanäle rausgesucht von, ja, Konkurrenten von dir quasi, andere Mathe-YouTube-Kanäle. Und wie habe ich das gemacht? Ich bin einfach auf YouTube gegangen, habe oben mal Mathe eingegeben und habe mal geguckt, was wird so angezeigt. Abgesehen vielleicht jetzt von irgendwelchen albernen Videos, die es hier gibt. Was sind hier Kanäle? Zum Beispiel haben wir hier Mathe bei Daniel Jung oder The Simple Math. Und wenn wir jetzt hier auf einen Kanal draufgehen, sieht man direkt schon quasi, ja, was passiert auf diesem Kanal, wenn man dann auf Videos klickt. Und das ist meistens das Spannendste. Und es dann einstellt auf Sortieren nach größte Beliebtheit, dann sieht man immer, was hat bei diesem Kanal am meisten funktioniert und am besten funktioniert. Das heißt, hier sehen wir Nullstelle einfach bestimmen. Das hat gut funktioniert. Extremstellen bestimmen. Vektorgrundlagen. Wir sehen hier genau, welche Videos haben gut funktioniert von diesem Kanal und haben am meisten Klicks bekommen. Zudem können wir uns natürlich auch mal ein bisschen Bild machen, wie sehen die Videos denn aus. Hier sieht man natürlich direkt, es ist überhaupt nicht weiß. Wir haben Rot da, wir haben ganz viel Schwarz da, wir haben große Sachen, die man sofort lesen kann. Ich brauche nicht das unten durchzulesen. Ich weiß sofort, wenn ich auf das Thumbnail klicke, worum geht es im Video. Das ist natürlich ziemlich gut. Das heißt, hier sieht man natürlich schon mal einen deutlichen Unterschied. Die Thumbnails stechen viel mehr raus. Und so kann man jetzt auf alle möglichen Kanäle gehen. Ich habe hier mal verschiedenste Kanäle rausgesucht in verschiedenen Größenordnungen. Hier fällt auch direkt auf, die sehen schon wieder ganz anders aus. Die sehen zwar nicht vielleicht ganz so professionell aus wie die von The Simple Math, aber sie heben sich auch ab. Auch hier kann man auf den ersten Punkt direkt sehen, worum geht es hier in dem Video. Super wichtig. Und auch hier sieht man quadratische Funktionen, Sinus, Cosinus einfach erklärt. Hier sieht man, was für Themen funktionieren hier auf diesem Kanal. Und so weiter. Das heißt, wir können hingehen und uns alle möglichen Kanäle hier immer mal wieder angucken. Ich habe super viele Kanäle hier gefunden. Ich muss jetzt auch gar nicht alle durchgehen, die ich hier gefunden habe. Aber du kannst ja auch mal hingehen, einfach mal gucken, was gibt es denn für Konkurrenten? Welche Kanäle gibt es auch? Welche von deren Videos haben viele Aufrufe? Vor allem auch viele Aufrufe im Vergleich zu den eigenen Abonnenten. Das ist immer ganz super. Und dann sieht man, okay, hier sind von außen viele Leute draufgekommen. Und dann siehst du, kannst du dir auch so ein bisschen angucken, wie sehen denn die Videos aus? Hier ist es jetzt nicht ganz so auffällig, würde ich behaupten, das Thumbnail, wie bei den beiden Kanälen davor, wo die ein bisschen besser funktionieren. Aber auch hier kann ich auf dem Thumbnail schon sehen, worum es im Video geht. Und das ist natürlich sehr wichtig, wenn ich jetzt hier mal wieder zurück auf den Kanal gucke. Und es sind alles natürlich Verbesserungsvorschläge. Klar, du machst dir super Mühe, das will ich auch gar nicht alles irgendwie anzweifeln, weil der Kanal, man sieht einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und genau deshalb möchte ich dir auch diese Verbesserungsvorschläge geben, denn ich glaube, es sind nur ein paar kleine Sachen, die du eben verbessern musst. Und so ist es ja häufig, wie zum Beispiel hier in dem Fall, einfach mal die Thumbnails auffälliger zu machen und die richtigen Themen zu finden, sodass du dann auch wirklich angeklickt wirst. Denn hier, wenn ich hier mal drauf gucke, sehe ich nicht auf dem ersten Blick. Klar, hier oben steht Prozentwert PW berechnen, aber das fällt erst auf den zweiten oder dritten Blick auf, weil einfach so viel Gedöns hier ist. Außerdem ist es weiß, wenn ich das neben den Videos oder den Videos sehen will, würde ich sofort auf die anderen gucken und gar nicht, nichts auf diese Videos verschwenden quasi. Wenn man das Gefühl hat, hier ist noch nicht mal ein Thumbnail erstellt worden für das Video und das ist nur ein Punkt aus dem Video, meistens also unprofessioneller als diese anderen Videos und dann klickt man eher auf die anderen Videos. Das heißt, hier würde ich schon mal hingehen und da wirklich noch einiges dran arbeiten. Mir mal die anderen Kanäle ein bisschen angucken. Ich habe hier super viele Kanäle irgendwie gefunden, die zu den verschiedenen Themen sind die alle viele Abonnenten haben. Also ich habe immer mal drauf geguckt, dass da deutlich mehr Abonnenten sind und einfach mal reinzugehen und gucken, okay, die hier sind jetzt vielleicht nicht so schick, aber trotzdem kann man deutlich schneller erkennen, worum es geht. Sie sind auffälliger und ja, darauf kommt es ja bei den Thumbnails ja an und dann kann man hier auch wieder sehen, was ist denn hier gut geklickt, Kopfrechnen, super schnell, genialer Rechentrick. Also einfach mal drauf gucken, was wird hier angeklickt und dann auch ähnliche Videos machen. Das heißt, sowohl durch die YouTube-Suche, wie es zuletzt schon mal in einem Video erklärt hat, als auch dadurch, dass man sich mal Konkurrenz anguckt, kann man einiges darüber lernen, wie die Videos am besten aussehen sollten, was man hier für Videos machen könnte. Du konntest ein wenig darüber lernen, wie man Konkurrenzanalyse macht, wie du ganz, ganz einfach mit nur wenigen Klicks aus deiner Konkurrenz schon viel erfahren kannst und was du an deinem eigenen Kanal verbessern kannst. Falls dich auch die 100 Abonnenten in 14 Tagen Challenge interessiert, wo du wirklich viel darüber lernst,
wie du deinen eigenen Kanal verbessern kannst, aber auch eine Motivation hast, einfach regelmäßiger und mehr nochmal an YouTube zu arbeiten, dann klicke einfach hier. Du kannst dich jederzeit anmelden und mitmachen. Ich freue mich auf dich. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.